Alright, Stranger. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Anyone seen Gavin? Nigel! Ich glaube, der heißt Nigel. Howdy, mister. My stars, what a sight. I'm looking for my friend. Oh Gott, der sieht aber auch echt inzwischen nicht mehr gut aus, ne? Has he been gone long? Yeah. Few years. Few bloody years. I can't remember what he looks like. I'm looking for him, but I don't know who he is. Oh, sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. I wasted my life looking. I looked, but I never saw. I saw nothing. Gavin! Good luck. Gavin! Oh, I am so worried. No, really? Gav! How do you do? Gav! Oh Gott. Gav! Ja, wenigstens sieht er ein, dass er sein Leben verschwendet hat mit der Suche, ne? So. Den haben wir einmal angequatscht. Aber der sieht halt auch nicht mehr so gut aus, der Gute, ne? Junge, Junge. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal unser Stück Land an. Reiten wir mal nach Beaters Hope. Und dort sollen irgendwelche Landbesetzer sein. Die müssen wir jetzt mal vertreiben, aber wir haben ja unsere Waffen wieder. Das sollte kein Problem sein. Mit Landbesetzern, das kriegt man hin. Also ich muss sagen, ich finde es okay, dass wir im Epilog unser Geld nicht mehr haben, weil sonst würde der Epilog ja auch keinen Sinn machen, wenn wir so viel Geld hätten wie mit Arthur. Das hat er ja alles Tilly gegeben. Und ich finde es auch gut, dass die Pferde weg sind. Auch wenn ich... Easy now. Der Blinde! Auch wenn ich sehr traurig bin, dass meine Pferde weg sind. Oh mein Gott, das Pferd... Halt! Stopp! Stopp, 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 Pferd! Wartet mal. Das Pferd hatte Pfeile. Oh mein Gott. Was ist mit dem Pferd los? Warte, stopp, wo ist das Pferd hin? Es steht hier. Oh mein Gott. Das arme Pferd. Kann ich dich irgendwie... Scheiß auf die tote Frau, die da liegt, aber dieses Pferd. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Oh. Da. Wow. Also das war jetzt nicht der Plan. Warte mal, kann ich dich satteln? Kann ich dich zu einem Pferd von mir machen? Komm mal her. Ich habe 3 leere Ställe. Ich sattel das mal und bring das mal. Rachel, komm mal mit. Wir müssen das hier mal schnell in den Stall bringen. Die Skinner-Brüder, okay. Die nächste Bande, mit der wir es hier zu tun haben. Ich bring das mal kurz in den Stall. Ich hoffe, die kümmern sich da gut um das Pferd. Wir nehmen das hier einfach mal mit, wenn das so frei Haus angeritten kommt. Warte mal, der Stall war hier rum. Hallo, entschuldigen Sie, Sir. Herr vom Stall, können Sie das Pferd mal bitte aufnehmen und sich drum kümmern? Das wäre super lieb. Gott, dieses arme Pferd, ey. Ah, guck mal. Wir stallen dich mal. Die kümmern sich jetzt um das Pferd, dann geht's dem gut. Ja, das... Ich meine, dass die Besitzerin, die hätte wahrscheinlich nicht gewollt, dass ihr armes Pferd da so, ne, so verkommt, wisst ihr. Ey, das war ein gratis Pferd, frei Haus, das nehmen wir mit. So, um das Pferd wird sich jetzt gekümmert im Stall, macht euch keine Sorgen. Auch wenn es die Kutsche erstmal umgerudert hat. Aber da war der Blinde, ist der jetzt weg? Oh Gott, ich wollte den Blinden eigentlich anquatschen, ich hoffe, der steht noch da. Ah, toll, jetzt ist der weg. Hey, hey, easy. Jetzt habe ich den blinden Mann verpasst. We got you now, you piece of shit. I want his skill. Get him. Thank you.
Der will meinen Skalp. Sind das die Landbesetzer? Oh Gott, Pferd, geht's dir gut? Ich habe das Pferd nicht getroffen. Okay, das Pferd ist trotzdem... Ich habe doch das Pferd getroffen. Psst. Der hat gesagt, er will meinen Skalp. Hallo? Jetzt ist der blinde Mann weg. Och, Mann. Ich wollte ihm doch noch sagen, dass Voldemort nicht im Camp bei uns war. Er hat ja zu Arthur gesagt, als letztes der Mann ohne Nase wird kommen. Aber Voldemort war nicht bei uns im Camp. Mann. Oh, guck mal, ist das hier unser Land schon? Sieht so aus, ne? Alle, hopp. Rachel einmal drüber. Okay. Gucken wir uns die Landbesetzer mal an hier. Jemand? Yo, Bro. Can I help you, friend? This is it. Wieso krieg ich Ehre abgezogen? Hä, warum? Warum bekomme ich Ehre abgezogen, wenn ich die abknalle? Wieso? Wieso reite ich jetzt auf einmal weg? Was passiert hier? Warum wird es gerade so dunkel? Oh, Unwetter. Ah, it's you. The man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mhm. Da schreibt jetzt mit Marston oder Milton? Papierkram gab's damals schon, ne? Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Mann, ist der lustig. Ha ha ha. Hi hi. Well, it is you. Well, I never. I thought Uncle? You was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. Kommt näher her. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bullcrap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Hexenschuss, na klar. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Oh, Mann, Onkel, ey. Jetzt haben wir den an der Backe. You got a horse?
Get on it. Follow me. Den kriegen wir doch jetzt nie wieder los. Das hier erinnert mich an Zurück in die Zukunft, das Haus. Den dritten Teil. Kennt ihr den? Wo die auch im Wilden Westen sind? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Yep. Spending all your money? Oh, I own a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Hat er recht. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. Oh, Onkel, halt die Klappe. No more of that. I just bought this place, and you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Ich glaube trotzdem, dass wir Onkel nie wieder loskriegen. Onkel, whatever. So, hier ist der offizielle Eingang. Ich glaube, das wird richtig, richtig Arbeit, das hier irgendwie auf Vordermann zu kriegen. Dieser ganze Müll und das alles. Und diese kleine, verschrumpelte Hütte. Oh Mann. This is it. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand. Ich sag doch, den kriegen wir nicht mehr los. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Naja, dann passt wenigstens einer auf unsere Farm auf. Hätte er ruhig mal helfen können, ne? Epilog Part 2, Beecher's Hope. Wir haben einen Zaun gebaut. Okay, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Oh Gott, wir haben 405 Kredit. Boah, wie reich waren wir denn mit Arthur? Wir hatten mit Arthur $4000. Oh. Wir waren reich mit Arthur, ne? Wir hätten das easy hier kaufen können. Okay, Manvanita Post. Die Knastinsel. Okay, aber ansonsten haben wir hier auch nichts weiter gerade zu tun. Dann gehen wir jetzt zu Onkel. Oh, mein Pferd steht ja hier. Kann ja reiten. Geht schneller. Auf geht's, Rachel. Hopp. Ich meine, wir müssen ja nichts anbauen. Wir können uns ja hier irgendwie Schafe oder Kühe oder sowas halten. Rein theoretisch. Working hard?
Freundschaft mit der bloßen Faust. I have overdo it. I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! I'm getting up. Oh, no, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Charles? Okay. Jetzt fahren wir mit dem Zug, oder was? Sieht so aus. Saint-Denis. Here we are. Come on, let's get off. Alright. Back in Saint-Denis. I never liked this place. Me neither. Alright. Let's go find that big sour bastard. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slum. Now, how about I take the saloons, and you take the slums? So how is everything? Fine morning, partner. Come here, Rachel. Okay. Good day. Ach, dieses Geräusch, ich liebe es. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Geräusch voll cool. Hier, frag mal beim Hehler, würde ich sagen. Rachel, bleib mal hier stehen. Rachel, stopp! Entschuldigung, mein Pferd wollte nicht anhalten. I'm sorry. Ich suche nur jemanden. Oh, an den habe ich keine guten Erinnerungen. An den Hehler hier. Da haben wir die Menschen, die Sklaven befreit. Hi. Bonjour. How can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Huh. Indian? Yeah. A boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting. Fighting out behind Saint Saturnine. Thank you. Thanks a lot. No problem. Okay. Finde Charles bei Saint Saturnine. Ich kann kein Französisch. Ich finde Französisch von der Aussprache ja auch super schwierig. Good morning, sir. Hi. Kann ich? Das ist sehr weit weg. Jetzt kriege ich auch noch einen Hixen, super. Ich glaube, der war hier drüben im Armenviertel. Ja, genau, das ist nicht weit, da können wir laufen. Bonjour. Hallo. Oh, der hat ja sehr viel Lebensmut hier. Uiuiui. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz hier durch. Sorry, ich bin gleich wieder weg. Vielleicht nach außen. Kann ich hier nicht? Ups, Entschuldigung. Surprise, but they hate a massacre. And you are a killer. Kann ich?
Kann ich hier nicht... Oh mein Gott, ich kann ja nicht drüber klettern, ne? Junge. Oh, Entschuldigung, Ma'am. Verzeihung. Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. We both know what you gotta do. I'm leaving. Not one of life's great mysteries, it turns out. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? Den müssen wir mitnehmen, den Charles. Den lassen wir nicht hier, ne? Ich mag Charles. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of, just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Wir setzen auf Charles. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic Wir haben dem aber viel Geld gegeben. Between the descendant of ancient warriors. Komm, Charles. And a not so noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works? No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep Bitte bring Charles nicht um, wir haben den Kratos wiedergefunden. Don't black out just yet. Hit him, Lone Wolf. Try and stay on your feet, you hear? Los, Charles, gib's ihm! Yeah! Woo! Pretend he's Micah. Stell dir vor, es ist Micah. Yeah. Hit him, Lone Wolf. Try and stay on your feet, you hear? Don't black out just yet. Knock him out. Sehr gut, Charles. Woo-woo! Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. Lass uns gehen. We just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Ah, ja. Quick. Come on. Okay, Charles. Wow, wir haben $40 gewonnen. Nice. Oder $40 wiederbekommen, besser gesagt. My bag's on the dock side. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella.
rattle him or give him some kind of understanding what his life was really all about. Yeah? That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk are strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey! Come over here. What now? Not toll. Well, you go left, I go right. On three. Mm-hmm. Three. Oh, Alter. Jetzt fangen wir doch schon wieder hier eine Schießerei in dieser Kackstadt an. Das muss doch nett sein, Leute. Wirklich. Wie oft haben wir in dieser Scheißstadt hier schon eine Schießerei gehabt? Mein Gott. Ja, toll. Sucht. Let's go. There's a wagon up there. Na komm. I'll get my bag. Ja, dann okay. Auf. Wir müssen. Charles, rein jetzt. Ja, ich bin doch da. Okay. Ich habe keine Waffen weiter. Oh, warum haben wir immer Ärger in der Stadt hier? Mann. Oh Gott. Charles, denk an deinen Koffer. Hold on. You see any law? Right yet? Sandini ain't sure. Das hat ihn einfach komplett weggeballert. Only too well. Anyone? Good. Good so far. The further we get from those gunshots, better chance we have of denying it at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. Alter Charles, was ist mit dir? We won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. Junge! Eiskalt buckt er die Leute um! You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint-Denis. Yeah. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, Okay. Wo warst du denn? All getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Uff, Einmal in Saint-Denis und schon Schießerei. Na toll. Aber es ist schön, dass Charles Arthur begraben hat. Und auch Miss Grimshaw. Und ich denke, das werden wir ganz, ganz am Ende machen, bevor wir hier dieses Let's Play beenden. Dass wir den... Ich habe die Trophy war schon, aber die Trophy zwar schon. Manchmal nuschel ich einfach beim Reden, es tut mir leid. Aber wir machen, dass wir allen Bandenmitgliedern die letzte Ehre erweisen. Ich glaube, das machen wir zum Abschied nochmal. Das wäre schön. So, jetzt haben wir Uncle hier. Jetzt haben wir Charles hier. Nice. Okay.
Was haben wir denn jetzt? Sadie? Dass das immer die gleiche Taste ist, ne? Okay, Sadie ist in Blackwater. Ich würde sagen, wir reiten einmal nach Blackwater rüber. Zu Sadie. Das gibt erst mal Geld. Wenn wir für die jetzt wieder einen Kopfgeldauftrag machen, gibt das Kohle. Und wir brauchen Kohle. Ich würde mich auch gern hübsch anziehen. Außerdem will ich noch an einen gewissen Punkt in diesem Spiel kommen, damit ich euch was erzählen kann. Also, ich meine, die meisten von euch werden das Spiel sicherlich kennen, das ist von 2018, aber es gibt eine Sache, die möchte ich euch gerne noch erzählen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen warte ich, dass wir noch ein Stückchen vorankommen. Wir haben Rachel noch gar nicht eingeritten. Ich dachte, weil das unser Pferd war, dass wir die schon auf der höchsten Verbundenheitsstufe haben. Aber anscheinend nicht. For liquor, all right. You gotta take it. You gotta. Kaufen Sie keinen Alkohol davon. Und was gibt er uns? Ach, Ginseng-Elixier. Ich dachte schon, er gibt uns einen Schnaps. I'm all alone. You're a good feeling. Rachel, du wartest kurz hier. Ich muss kurz zu Sadie. No more bets this round. Hello there, friend. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. I mean, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? South. Now come on, mount up. Okay. We got a ride ahead of us. Of course. Okay, reiten wir mit Sadie. Ich mach mal ganz kurz den Wegpunkt weg. Of course we do. Tomorrow's old news, Blackwater. Okay. Let's follow me. Go. Let's ride. Let's yes, ride. Ma'am. Liebe Sadie. Die ist so cool. Ich möchte ein Spiel nur mit ihr, bitte. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is.
Nein, so teuer war jetzt unsere Ranch nicht. $405. It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? You not getting me, does this? Maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint-Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there. Whenever you want it. Aww. That's kind. That's so sweet. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls? That weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. Wahrscheinlich. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. That's true. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Let's pop in. Oh nein, ich erinnere mich an die Mission. Ach du Scheiße. Ich erinnere mich an diese Mission. Und wenn das die ist, die ich denke, dass es ist. Ach du Scheiße. No. Oh, Kacke. James Langton, the bounty hunter. He's got this outlaw you captured in a women's boarding house. Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers. Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. Hey, das stimmt gar nicht. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Ich weiß nicht, wo du hin willst, Sadie. This is the place. It's a view, all right. Ja, dann mal, wir nehmen statt dem doch lieber die, oder? Am Ende habe ich sowieso wieder irgendeine andere Waffe, als die ich wollte. Easy. Come on, let's go take a look down in the valley.
think I see something. Yup. Okay, das ist nicht die Mission, die ich dachte, die jetzt kommt. There. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. I can't even think they're hidden. Come on. Let's go follow him. Okay, es könnte doch die Mission sein. Die reiten jetzt in den Canyon. You're a good girl now. Es gibt eine Mission im Canyon. Boah, die war so kacke. Ja, komm, Sadie, komm. Weiter. Ich muss dir folgen. Sadie, willst du da wirklich so nah am Abgrund lang? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. They'll be coming through here. And keep an eye on them. Hold. Yeah. Don't want to go over that butte. You won't get north through here. What are you doing, huh? Talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Sie führt Selbstgespräche. Das ist irgendwie sehr sympathisch. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. Hmm? If you can't outgun them, you gotta outthink them. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Spiel drin. Ich hasse das Spiel. Lass das. Lass mir meine Waffen drin, ey. Up here. Get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stalking. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Na klar. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Na ja, wir können's mit Schleichen versuchen. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay. Wobei Schleichen. Stay down and stay close. Schleichen ist in dem Spiel nicht so der Hit, ne? Also das ist halt einfach kein Stealth-Spiel, aber wenn Sadie gern schleichen möchte, dann schleichen wir. We can't go around them. You take one of them, I'll take the other. You gotta throw a knife. Yep. You're gonna throw a knife in his neck. Wow. Das war einfach mal komplett daneben. Hä? Ich dachte... Sadie? Ich dachte, du übernimmst den anderen. Was ist mit dir? Ach, Sadie. Hey,
Eddie, wir wollten uns anschleichen. Wieso hast denn du den anderen jetzt nicht... Wieso hat sie nicht den anderen jetzt mit dem Wurfmesser? Sie hat mich vor allen Dingen noch gefragt, ob ich ein Wurfmesser habe. Ich sage ja. Benutzt das Wurfmesser. Ich so, okay. Und Sadie so, mach nix. John. Wow. John, könntest du mal... Könntest du mal zielen, John? Wo ist sie? Na da. Wo denn? Wo ist denn der Dude? Ach, da oben. Mit dir. Naja. Ah, hier. Vorne. Die falsche Farbe. Ich wollte die, hätte die Bolt mitnehmen sollen. Habe ich nicht nur einen Schuss? Ja, warte mal, Sadie, wir müssen uns hier oben fertig kreieren. Wir könnten eigentlich echt gut Geld verdienen, wenn wir die ganzen Waffen hier einsammeln und verkaufen würden, oder? Kann mir doch nicht erzählen. Also ich darf den einen Dude nicht versehentlich erschießen. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ja, cool. Er lebt noch. Sadie hat einfach den kurzen Weg, den Hang runtergenommen. Ich glaube, dann wäre ich jetzt wieder gestorben, wenn ich jetzt einfach da hätte runtergehen wollen. Den mal kurz. Come on, it's time to collect. Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Nein. Ah, oh, ich wollte den Dude aufheben, meine Güte. What's it look like? Let's go, let's go. Ja, Abigail, ich Abigail, Sadie. Hallo? Jetzt. Jetzt habe ich meinen Hut nicht mehr. Ach, egal. This is suicide. The canyon. Let's run. Ich nehme mal das hier. Above us, on the bridges. Ah, wohl nicht. Du bist anderes doch besser. What the hell? On the ridge. Okay, wir reiten einfach. Egal. Wir reiten einfach. Oh Gott. Sadie. Na ja, klar. Ja, Sadie. Aua. Sadie, was hast du uns da jetzt hier... Was hast du uns da jetzt genau nochmal eingebrockt, bitte? Oh, fuck, mein... Das war's. Lebt mein Pferd noch? Ich hoffe. Jetzt ist der Bree runtergefallen. Ah, hallo, kannst du dir bitte aufheben? Das ist dieses Kollisionspotenzial, ne, in diesem Spiel. Okay, ja, ist okay. Ich steige auf mein Pferd. Ich habe einen hässlichen Hut auf. Ja, ich... Sadie, weißt du, du reitest hier einfach von weg. Ja? Ich muss mich um die ganze Kacke hier kümmern. Oh Gott, das ist das nächste Pferd. I need to relieve myself.
There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. Na, wir schlagen ihn nicht, solange wir uns nicht beleidigt. Counterwork ain't easy, John. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Maybe. Für dich immer, Sadie. Für dich immer. Wenigstens ein bisschen Action in unserem Leben hier. Come on, the jail's up here. Almost there, Finley. Alter, mir wäre so schlecht da hinten auf dem Pferd, ne? Alter, Finna. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Okay, ich hätte ihn doch schlagen sollen. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. Object to this. Bastard! Just put him on the bed. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Einfach so. Ach ja, übrigens, wir haben den umgelegt. Ja, gar kein Problem. Decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Okay. Or maybe I'll find you. Okay. I'm retired. Sure. Be well, John. Später, Sadie. Boah, $200. Woo! Okay. Ich würde sagen, das war jetzt zum Ende nochmal ordentlich Aufregung. In der nächsten Folge machen wir weiter und dann gucken wir mal, was hier vorne, was blinkt. Oh, dass das der gleiche Knopf ist, ne? Ja, doch gerade was geblinkt hier vorne. Okay. Aber wie ihr seht, ist Blackwater hier nicht das Ende der Karte, sondern die geht hier noch ein ganzes Stück weiter. Und das erkunden wir dann beim nächsten Mal, wenn wir die Uncle-Mission gemacht haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!